Und damit herzlich willkommen zurück bei Los Forestos, Popestos, Domestos, Testosteron, das Spiel ohne Rehe. Toll. Da ist ein Kanickelmann. Den spießen wir gerade mal ganz kurz auf. Alter. Boah, Alter. Alter, wie schnell. Da war ein Lurch. Da war ein Lurch irgendwo. Da hinten, da ist der Lurch. Verdammte Axt. Perfekt, wir haben ihn. Freut mich. So. Tatsächlich will ich jetzt unbedingt ein, zwei Rehe. Warum denn nicht? Einfach nur, damit wir die Dinger dann in unserem Haus fertig bauen können. Perfekt. So, mit einem Speer geht alles viel leichter. Den Kanickel lassen wir leben. Das Kanickel, den Kanickel, das Kanickel, ja. So. So, nochmal ein Lurch. So. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Wo kommen wir verdammt nochmal hier raus? Oh, ich ahne, wo wir hier rauskommen. Ich ahne es. Ich glaube, ich weiß, wo wir tatsächlich rauskommen. Ich bin mir zu 70% sicher, dass ich glaube, dass wir da rauskommen. Dass wir da rauskommen, wo ich glaube, wo wir rauskommen. Ja, wir sind da rausgekommen. Toll. Schön. Es ist herrlich. Nach dem Motto, alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen hierher. Hier ist noch ein paar Seile, die nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Alter, boah, ich dachte gerade. Boah, das ist ein Wildschwein und ich dachte gerade, Alter. Boah, leckt mich doch am Arsch. Boah, Alter, hab ich mich jetzt verjagt. Alter, hab ich mich jetzt verjagt. Toll. Alter, aber diese... Was sind das denn? Ah, das sind kleine Pilze. Aber die sehen wirklich aus... Ganz toll, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Das ist ein Wildschwein, das da rumrennt. Machen wir gerade einfach mal ganz kurz den da und den da. Den da und den da. Ah nee, das ist... So, so. Jetzt haben wir ein bisschen Ausdauer wieder. Wir müssten eigentlich auch mal eine Fackel machen, ne? Ich glaube, wir machen die. Ich glaube, wir machen auch gerade mal eine Fackel. So und so. Und L. Zünden wir die Fackel an. Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Na doch, geht. Aber so viel springt die Fackel eigentlich gar nicht. Die Fackel. Ist für ein Arsch. Toll. Ach, Forest eben. Typisch Forest. So. Aber wieso gibt es hier keine Rehe? Wieso? Warum? Warum ist halt wieso? In die Richtung ist unser Haus. Dann gehen wir gerade mal kurz in die Richtung weiter. Ein kleiner Stein lassen wir liegen. Leuchte, komm her. So. Ich glaube, wir gehen tatsächlich dann doch eher hier runter. Aber durch den Mond sieht man doch jetzt mehr, wie ich dachte. Also ist doch schon ganz geil gemacht. Wobei ich eigentlich denke, dass die Grafik in den früheren Versionen viel, viel besser war. Klar, es fängt an zu regnen. Logo, klar. Typisch. So, nochmal ein Lurch. Ich glaube, ich mache uns hier gerade mal einen kurzen... Ah, was? Was? Ich mache uns gerade hier mal ganz kurz hier ein kleines Feuerchen hier. So, dann können wir jetzt hier den... Dann hauen wir jetzt hier einfach kurz einen Lurch auf den Grill. So, zack. Und dann heben wir den Lurch auf. Dann ist es schon mal keine Verschwendung. So. Oh!
Toll. So. Nein, okay. Ich dachte, er ist übersteuert gerade eben wieder, aber tut. Oh, stimmt, im Pfeil. Was? Der Leuchte! Wie geil! Geil! Tatsächlich hat er durchgebrannt. Wie geil ist das denn? Brennen wir jetzt? Oh! Scheiße, wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser. Toll, wir sind verbrannt. Scheiße. Genau, wir müssen unbedingt was essen. Ne, tatsächlich trinken wir dann doch lieber sowas hier. Stimmt, wir hätten eigentlich auch einen Alkohol trinken können. Der gibt uns ja Wasser, aber zieht uns dafür ein ganz, ganz kleines bisschen Leben. Und uns ist kalt. Das heißt, wir können auch sterben. Gerade an Kälte. Verdammt. Geht's hier runter? Ich hoffe ja. Hier geht's runter. Haben wir eigentlich noch so Toten? Nur noch zwei Stück. Da können wir den gerade einfach mal mitnehmen hier. Was? So. Warum kriegen wir eigentlich nicht die Steine, die da unten liegen? Ich weiß es gar nicht. So, dann sind wir jetzt in der Ecke, in der es eigentlich immer Rehe gibt, ne? In Anführungszeichen hoffe ich doch. Boah, Alter, die haben einfach mal alles überarbeitet. Alles. Man kennt sich hier gar nicht mehr aus. Aber ist unser Haus tatsächlich noch so geblieben? Oder ist unser Spawn, oder da, wo wir früher immer gewohnt haben, tatsächlich noch das geblieben, was es ist? Ist die kleine... Ist die kleine Ecke immer noch so geblieben, wie sie einmal war? Das wird mich jetzt kurz interessieren. Ich meine, wenn wir schon hier sind... Also hier gibt es tatsächlich doch keine Rehe. Ich habe gedacht, dass es hier mal Rehe und Hirsche gibt. Gab es sie eigentlich auch da hinten? Können wir auch gerade mal kurz hinschwimmen? Nein, sie ist nicht so geblieben wie sie. Nein, ist sie nicht. Hier geht's weiter. Wo kommen wir hier hin? Na, verdammt. Sie ist tatsächlich das haben sie umgebaut. Sie haben die komplette Map komplett neu bearbeitet. Einerseits in Ordnung, aber einerseits auch irgendwie... Naja, ich weiß nicht, schade irgendwie. Okay, dann machen wir uns einfach hier nochmal ein kleines Lagerfeuer, damit wir nicht so frieren. Und der Rand, der schwindet. So, jetzt müssen wir halt hier eben nur warten, bis es Tag ist. Aber naja, selbst das kriegen wir gebacken. Oh, das Licht, das können wir auch eigentlich auch ausmachen. Jetzt haben wir tatsächlich wieder drei Lurche, ein Karnickel und einen Fisch. Bisschen sowas haben wir noch, bisschen Sneakers. Und tatsächlich noch eine Cola. Da ist immer noch Wasser drin. Das würde ich dann ganz gern doch behalten, das Wasser. Und huch, was war das denn jetzt? Der Mond, der geht ganz langsam kommt die Sonne, ganz, ganz langsam. Eigentlich noch gar nicht. Aber nein, was? Ich dachte gerade. Machen wir gerade mal hier kurz wieder eine Fackel draus. So. Warum blinkt denn das immer noch? Warum? Ne, einen Bogen haben wir ja schon. Was können wir denn sonst noch machen? Können wir eigentlich was mit dem Kopf machen? So und so? Ne, ne? Aber geht... Das und das, ja. Wollo! Ja, stimmt, wir können immer noch den Totenschläger machen. Stimmt. Genau. Ja. Stimmt. Ich erinnere mich wieder.
an die alten Zeiten.